Also beim Iron Condor geht es natürlich primär darum, sage ich, einen Ausbruch zu handeln. Einen Ausbruch, indem man eine Call-Option und eine Put-Option kauft. Das ist, wenn man so nimmt, eine Sonderform einer Strangle-Position, wo man ja auch eine Long-Call- und Long-Put-Position hat. Wir haben häufig das Problem bei Aktien wie jetzt Twitter, die wir im Hintergrund sehen, wo ich auch schon die Linien eingezeichnet habe, dass wir eine sehr hohe implizierte Volatilität habe. Es sind natürlich gewisse Bewegungen bei der Aktie schon mit eingepreist, gerade wenn es schon solche großen Sprünge gibt. Hier sehen Sie, die ist jetzt auch deutlich über 0,5, liegt jetzt bei 72% die implizierte Volatilität, was den Wert Twitter anbelangt. Das heißt, man zahlt natürlich schon gewisse Prämien oder gewisse Bewegungen in den Prämien mit. Die sind schon eingepreist, gerade auch kurz vor den Quartalszahlen, die ja jetzt kommen und auch gerade wenn Meldungen kommen, wenn Meldungen anstehen, andere Meldungen aus Quartalszahlen, wo es ja vom Prinzip her schon klar ist, dass es ja größere Bewegungen gibt. Das kann man dann ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen außer Gefecht setzen, aber etwas reduzieren, diesen Preis, indem man einfach auf beiden Seiten, so wie Sie es sonst auch bei einem Long Call oder Long Put gewohnt sind, einfach nochmal eine darüberliegende höhere Call-Option oder eine niedrigere Put-Option verkauft. Quasi, wenn man so nimmt, statt einem einfachen Long-Call und Long-Put, wie bei einem Straddle oder Strangle, das Ganze so anpasst, dass es in der Form dann ein Debit-Call und einen Debit-Put gibt. Somit hat man, sage ich mal, auf beiden Seiten eine Short-Option, wo man Prämie einnimmt und auf beiden Seiten eine Long-Option. Hat den Nachteil, wenn es diesen großen Ausbruch gibt, wie wir es jetzt bei Twitter gesehen haben, sind wir vom Gewinn begrenzt. Das heißt, wir können nicht den großen Gewinn hier ja, realisieren. Aber auf der anderen Seite haben wir auch nicht das große Risiko, die großen Ausgaben und wir bleiben vom Zeitwert relativ konstant. Und das wollen wir uns bei Twitter mal anschauen und dann auch noch ein, zwei andere Beispiele dazu finden. Denn gerade bei solchen Titeln ist es halt recht vorhersehbar, dass es auch wieder größere Sprünge geben wird, gerade vor den Quartalszahlen. Und wenn man das in der Form von der Laufzeit und von den Strikepreisen richtig angeht, hat man eine hohe Trefferquote mit einem Chance-Risiko-Verhältnis, was jetzt, sage ich mal, meistens so ist, je nach Strikepreis, dass man etwas mehr investiert, als was man maximal als Gewinn mitnehmen kann. Aber wenn wir jetzt wie in der letzten Woche, wo wir ja schon den Iron Condor auf Twitter hatten, in einer Woche mit einem Gewinn von 30% hier rausgehen kann, ist das natürlich lohnenswert, da auch mal über die nächsten Wochen nachzudenken, ob man hier noch eine Position mit hinzunimmt, gerade durch diesen Effekt, dass wir halt die Quartalszahlen noch haben und die in der Regel auch noch bei Werten wie Twitter hohe Schwankungen bringen. Wichtige Voraussetzungen für eine Position ist natürlich eine hohe Liquidität, ein hohes Optionsvolumen. Also wir können das leider nicht bei allen Werten machen, weil oft sind die Spreads bei den einzelnen Optionen so hoch, dass es sich nicht lohnt, weil man zahlt ja dann logischerweise jetzt nicht nur ein oder zwei Optionen, sondern bei vier Optionen hat man den Spread. Wir haben Einstieg, Ausstieg und das muss dann schon wirklich ein sehr liquider Wert sein. Also es ist eine wichtige Grundvoraussetzung und auf der anderen Seite, wenn man so nimmt, natürlich auch ein Nachteil, dass man hier bei vier Optionen dementsprechend auch viermal den Spread gegen sich hat. Aber bei Twitter ist das Optionsvolumen gerade seit diesem Gap dann Ende September dementsprechend hoch, dass wir hier in der Regel auch keine größeren Probleme haben, das einzugehen. Sonst bei vielen kleineren Titeln ist das natürlich ein K.O.-Kriterium, wo so ein Iron Condor nur selten eine Anwendungsmöglichkeit findet. Ja, jetzt wollen wir uns mal das Chance-Risiko-Verhältnis anschauen und dazu die Option Station Pro einmal öffnen. Würde nach wie vor auf den November gehen. Ich denke, die Laufzeit etwas höher ist natürlich immer von Vorteil. So hat man mehr Möglichkeiten, sage ich, dann auch auf einen großen Ausbruch zu warten. So wie wir es beim letzten Setup durchgeführt haben. Jetzt war es natürlich so, dass es relativ schnell dazu kam. Aber ansonsten bleibt diese Position relativ stabil, was den Zeitwert anbelangt. Das werden wir gleich im 2D-Graph sehen. Und man hat natürlich hier einen riesen Vorteil über die Option Station Pro, dass sie direkt in diesen Bereich Iron Condor reingehen können.
Wir haben hier die angesprochenen Differenzen, was die Streikpreise anbelangt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier in dem entsprechend richtiges Setup finden. Wir hatten Preise 19 und 17 als Mittelwert gesagt. Man kann das dann im nach wie vor im Nachhinein auch noch mit etwas anpassen. Jetzt wären wir hier genau bei den Linien, die wir eingezeichnet haben. 17, 19, 15 und 21. Das heißt, wir haben genau das, was wir eingezeichnet sehen. Gehe jetzt mal auf den Kauf, kostet 1,28. Wir werden jetzt eins feststellen, dass das vom Chance-Risiko-Verhältnis, wie erwähnt, wir haben ein Investment, wenn wir es mal auf eine Option runterbrechen, von 1,25 Dollar aktuell, haben natürlich dann nur einen Gewinn von 50%, glaube ich, vom Investment, maximal hier diese 72 Dollar. 1,28 das Investment und 72 Dollar der Gewinn, also etwas mehr als 50%. Wir sehen aber, dass das in der Form, gerade wenn es zu den Grenzen geht, recht konstant bleibt, was den Zeitwertverlust anbelangt, weil die gelbe Linie ist ja der Gewinn zum aktuellen Zeitpunkt und die blaue Linie zum Ablauf. Das heißt, es passt sich, sage ich mal, umso weiter der Zeitwert voranschreitet, immer mehr zur blauen Linie an. Das heißt, hier geht es natürlich umso weiter Richtung Maximalverlust, wenn es zwischen diesen Grenzen bleibt. Hat den Vorteil, dass wir den Maximalverlust im Prinzip nur zum Ablauf erreichen können und den maximalen Gewinn natürlich in der Form auch nur wirklich, wenn es dann Richtung Ablauf geht. Aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt nur darauf hoffen, sage ich mal, dass es in den nächsten 5 oder 6 Wochen, sind es ja hier, mit den Quartalszahlen einmal eine Bewegung gibt, die in der Form über diese Linien, diese Schnittstellen kann man sagen, hier hinausläuft. Und das sind in der Form die Grenzen nach oben, nach unten 15,66 und nach oben ist es die 20-Dollar-Marke. Also wir brauchen in der Form den Sprung um 2 Dollar in eine der beiden Richtungen, dann können wir schon mal davon ausgehen, dass wir in der Form auch einen Gewinn realisieren. Umso eher das der Fall ist, umso höher wird natürlich oder umso stärker es in die Richtung geht, dementsprechend auch der Gewinn. Man kann das natürlich jetzt noch etwas verfeinern. Wir können auch hergehen und sagen, wir nehmen die Grenzen außen etwas größer. Das heißt, da haben wir natürlich dann dementsprechend auch einen höheren Gewinn. Das heißt, wir brauchen aber dann auch wieder eine etwas größere Bewegung. Da ist es hier die 15,33 und nach oben die 20,64. Haben dann Investment von 1,68 und in maximalen Gewinn von 1,32. Also wir nähern uns dann schon Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 1 an. Nehmen wir noch die Zeichnung noch mal kurz raus. Und wenn Sie sich mal anschauen, was es hier für Bewegungen in den letzten 2, 3 Wochen gab, denke ich mal, ist das durchaus alles im Bereich des Möglichen, gerade wenn wir die Quartalszahlen noch im Hintergrund haben, dass das den einen oder anderen stärkeren Ausbruch dann in den nächsten Wochen bedeutet oder bringt. Um Vergleich zum Strangle vielleicht mal zu schaffen, weil das vielleicht die häufigere Variante ist, kann ich hier die Grenzen einfach rausnehmen. Wenn ich jetzt einen Strangle handle, sehen Sie, da komme ich viel später erst in Richtung Break-Even, da sind wir schon bei 14,50 und auf der anderen Seite hier oben brauchen wir eine Bewegung bis zu 21, weil wir viel höher das Investment haben. Wir zahlen dann für so einen Strangle hier in der Form schon 2,50 Dollar, können natürlich hier diese kompletten 2,50 verlieren. Auf der anderen Seite war es 1 Dollar weniger und brauchen natürlich in der Form dann viele größere Bewegungen. Wir haben es jetzt gesehen, wenn es schnell kommt und schnell in eine Richtung läuft, ist natürlich der Strangle ganz klar ein Vorteil. Wenn es aber doch längere Zeit benötigt, dann kann das durchaus hier ein Nachteil werden. Dann haben wir natürlich den Zeitwertverlust und brauchen dann auch viel größere Ausschläge dann auch gegen Ende hin, die uns noch einen Gewinn bringen. Von daher finde ich den Iron Condor hier eine gute Alternative, gerade wenn wir so eine hohe Liquidität haben,
wie es momentan bei Twitter der Fall ist. Und wird das mal beobachten. Wir haben jetzt heute das erste Mal wieder eine kleine Beruhigung. Es ist noch etwas Zeit bei Twitter bis zu den Quartalszahlen. Das heißt, wenn das jetzt die nächsten Tage auf diesem Niveau bleibt, wird das sicherlich auch noch einen etwas günstigeren Einstieg bringen. Und man kann natürlich von Strikepreisen, das hatte ich schon mal erwähnt, das Ganze dementsprechend auch anpassen. Heißt, es muss in der Form nicht unbedingt jetzt diese Grenzen sein, die wir jetzt hier eingestellt haben. Wenn das morgen bei 19 steht, umso besser, dann nehme ich 18 und 20 für die Long Call und Put Option und die äußeren Grenzen dementsprechend dann auch wieder mit anzupassen. Wir müssen uns nur, sage ich mal, merken, dass die Quartalszahlen am 27. Oktober kommen. Also wir sind quasi jetzt, wenn man so nimmt, knappe oder etwas mehr als 2 Wochen vor den Quartalszahlen. Das heißt, die implizierte Volatilität wird dann auch nochmal sukzessive bis zu diesem Zeitraum ansteigen. Und von daher wäre es, denke ich, schon ganz gut, dass wir Ende der Woche, vielleicht Anfang nächste Woche, spätestens hier dann nochmal ein Setup mit hinzunehmen. Man könnte jetzt auch kürzere Laufzeiten nehmen, was beim Iron Condor natürlich den Effekt hat. Wir haben es gesehen, zum Ablauf kriegt man das Maximum an Gewinn, wenn es außerhalb der Grenzen liegt. Bei den wöchentlichen haben wir aber leider das Problem, dass die Liquidität dann doch nicht ganz so hoch ist, wir wieder etwas größeren Spread haben. Und bei den monatlichen gibt es natürlich nur die Option, jetzt den Oktober oder den November. Und beim Oktober, beim 21. Oktober, sind die Quartalszahlen halt nicht mit inkludiert. Und das ist natürlich dann in der Form ein Nachteil, weil das mit großer Wahrscheinlichkeit wieder einen dementsprechenden Sprung bedeutet. Und das würde ich Ihnen ganz gerne hier auch nochmal anhand des Charts der letzten Monate darstellen. Das heißt, wir haben hier, ja, ist ein bisschen ausgeschert nach links. Also wir haben hier im Mai die Quartalszahlen, Ende April respektive. Das ist eigentlich genauso eine Bewegung, die wir benötigen. Das sehen wir hier, das ist ungefähr so die Größenordnung. Hier in der Form ähnlich, ist nicht ganz so groß gelaufen. Das war jetzt Ende Juli, die Quartalszahlen. Und ja, jetzt sind wir im Endeffekt, das sind alles keine Quartalszahlen, die nächsten, die jetzt im Oktober kommen. Also kann man schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das ein Gewinn wird, ist, wie gesagt, nicht die Möglichkeit, jetzt exorbitant da mit 200-300% rauszugehen. Dafür ist das Setup nicht gemacht. Aber wir haben eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit, wenn wir einen Wert haben, der in der Vergangenheit immer gewisse Sprünge hat. Beim Straddle Strangle sind die Investments meistens so hoch, dass die Sprünge dann schon mit so weit eingepreist sind, dass es oft nicht ausreicht. Von daher, wenn man wie letzte Woche jetzt hier mit einem Gewinntrade von 20-30% durchaus auch zufrieden ist, ist der Iron Condor eine Alternative. Wobei nochmal, nach solchen Bewegungen wie in den letzten 5 Tagen ist eins natürlich auch zu sagen, dann ist natürlich ein Straddle, ein Strangle, nachdem es wirklich hier, muss jetzt mal prozentual schauen, das waren ja in der Spitze, glaube ich, 30-35%, die der Wert zurückgekommen ist, dann wäre natürlich je nach Grenze der Straddle und Strangle ein viel größerer Gewinn gewesen. Aber auf der anderen Seite hat es erwähnt, Faktor Zeitwertverlust und auch der Preis, sprich Risiko, sind natürlich günstiger beim Iron Condor. Und uns hätte es auch nicht gestört, wenn das jetzt einfach mal 2, 3 Wochen hier noch weiter seitwärts läuft, da uns die ganz großen Bewegungen jetzt in der Form nicht unbedingt notwendig sind, um diesen Iron Condor dann auch in den Gewinn zu bringen. Ja, das mal kurz zum Thema Iron Condor und zum Wert Twitter, der sicherlich hier gute Chancen momentan bietet. Parallel dazu noch ein Blick auf 2 Werte, die uns heute auch noch aufgefallen sind und die wir auch noch mal kurz mit betrachten wollen. Zuerst der Wert STX. Ja, jetzt schon mit 8% im Minus. Da gab es heute auch große Optionsvolumen auf der Call- und Put-Seite. Hier waren es auch Kombinationen, die möchten wir gleich mal zeigen. Erst einmal ein kurzer Blick auf diese einzelnen Optionen, die hier so stark gehandelt wurden. Und dann können wir uns natürlich auch die Kombinationsform anschauen und vielleicht mal einen Vergleich ziehen, wieso das hier etwas schwieriger wird, wenn man
in der Form probiert, auch einen Iron Condor mit zu eröffnen. Aber suchen erstmal die Optionen raus. Hier gab es ja, Quartalszahlen heute vor Börsenbeginn, das muss man noch fair halber mit dazu sagen. Deswegen auch im kurzfristigen Bereich einige Optionen, die hier verstärkt gehandelt wurden. Und interessant, denke ich, war hier eher die Positionierung Richtung fallende Kurse, weil wenn wir eins bei den letzten Quartalszahlen beobachten konnten, die immer teilweise gleich mit einem großen Gap begonnen haben, dass es dann noch ein gutes Stück weiter in die gewisse Richtung lief. Wenn wir hier uns das im April anschauen oder auch hier Anfang Juli. Und ich denke auch mit dem Marktumfeld aktuell wäre das für mich jetzt ja, eher eine Positionierung ganz klar in eine Richtung. Wir hatten ja zu Beginn die Möglichkeit erwähnt, Credit Call, das heißt einen Zeitwertverlust auch für sich zu nutzen. Das kann man mit Sicherheit bei STX momentan sehr gut noch durchführen. Entweder jetzt hier an der 38-Dollar-Marke sich zu orientieren, wo es die letzten Wochen dann auch ein Stück weit seitwärts gelaufen ist, dass man damit in einer gewissen Laufzeit den Credit Call eröffnet. Oder halt dann über die Debit-Put-Variante nach unten. Da gab es größere Volumen, glaube ich. Kurz mal schauen. Natürlich erst einmal im kurzfristigen Bereich, aber längerfristig wäre es sicherlich noch die 35-Dollar-Marke zu nennen, wobei hier Laufzeit bis zum November dementsprechend lang ist. Die ist heute schon fast um 100% gestiegen. Das können natürlich in der Form auch schon erste Gewinnmitnahmen sein. Sehe leider noch auf den längerfristigen Optionen nicht wirklich die großen Optionsvolumen, die konzentrieren sich hier auf den kurzen Laufzeiten, sprich bis Ende dieser Woche, dann natürlich auch noch das eine oder andere auf die folgenden Wochen, wo sich jetzt auch schon Gewinne teilweise nach der Abwärtsbewegung realisiert wurden. Schauen wir mal kurz durch, aber da ist momentan jetzt keine Option auffällig, wo wirklich ein extrem hohes Volumen auf einer einzelnen Option festgestellt wurde, wobei das bei 20.000 eigentlich eher seltener der Fall ist. Also die verteilen sich hier wirklich auf die verschiedenen Laufzeiten. Also das nochmal eher ein Trend für fallende Kurse und dementsprechend Credit Call, Short Put. Aber wir waren ja beim Thema Strangle, von daher würde ich das CNX noch einmal als Thema aufgreifen. Hier haben wir auf beiden Seiten heute ein erhöhtes Optionsvolumen und das war auf jeden Fall eine Kombination. Hier müssen wir erstmal abwarten, ob es Schließungen waren, aber mit der Bewegung heute im Markt und auch 2,8%, die sich dieser Energietitel jetzt im Minus befindet, macht das Ganze doch eher wahrscheinlich, dass es sich hier um einen weiteren Einstieg handelt. Es war einmal hier die Call-Option auf 20, wo 9.000 Stück auf der Call-Seite gehandelt wurden. Und dann haben wir hier noch den Put auf 16, dementsprechend noch weit entfernt, aber auch die Laufzeit bis Januar. Und dass wir uns das auch in der Form einmal in der Option Station Pro anschauen, dann können wir nämlich auch gut prüfen, das ist hier einer dieser Vorteile, dass das Kombinationen waren. Wir hatten hier genau bei dieser Strangle-Position 16,20. Hier sehen wir die Auswahl Strangle. 8.000 Optionen heute im Volumen. 11.000 waren aber schon im Open Interest, deswegen meinte ich, ist es natürlich wichtig, morgen zu schauen, ob das Schließungen waren oder ob das Neueröffnungen sind, weil wenn Sie hier mal schauen, 2,50 Dollar kostet mich das. Das heißt, es ist natürlich eine einfache Rechnung. Wenn wir uns das hier in der Form anschauen, braucht es hier schon eine Bewegung auf 22,50 oder nach unten auf 13,50, um da in die Gewinnsituation zu kommen. Das sieht man hier schön im 2D-Graph. Kann das ein bisschen auseinanderziehen. Und wenn man sich das im Chart anschaut,
Ich meine hier 13,38 zum Ablauf der Break-Even und 22,57 nach oben. Sind das natürlich selbst bis Januar schon noch große Bewegungen, die da einfach notwendig sind. Von daher wäre es schon erstmal interessant zu wissen, ob das nicht doch Schließungen waren nach dem heutigen Rückgang, vor allen Dingen, weil es ja relativ nah an den oberen Grenzen lag. Jetzt kann man hier natürlich hergehen und sagen, man nimmt noch eine Kombination dazu, dass man höhere Strikepreise verkauft. Das können wir jetzt einzeln auswählen oder auch als Kombination gleich über den Iron Condor. Es geht sogar, was die Liquidität momentan anbelangt. Wir hatten jetzt 16 und 20. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen. 16 und 20, 14 und 22 zu verkaufen. Und da haben wir im Endeffekt genau das, was wir beim Iron Condor haben, wenn ich die zwei Positionen hier zusammenziehe. Kleinen Moment. Dann haben wir den Iron Condor wie angesprochen. Und da sehen wir, haben wir nur ein Investment von 1,22 und kommen natürlich auch viel schneller in Richtung Break-Even. Das heißt 21 nach oben, zum Ablauf nach unten 14,75. Aber auch hier Chance-Risiko-Verhältnis natürlich begrenzt. Das heißt, wir haben, wenn es wirklich bis zum Januar wieder auf ein Niveau zurückkommt, nur einen kleinen Prozentsatz. Wir haben, wie gesagt, auch diese vier Spreads gegen uns, die ja jede Option hat. Hier ist es, sage ich mal, dann schon schwieriger als bei Twitter. Da ist nicht die Liquidität ganz so hoch. Das heißt, das wird, denke ich mal, eher schwieriger. Und wenn man sich den Wert im Chart anschaut, wir haben dann respektive, wenn wir jetzt den Oktober hernehmen, noch 3 Monate Laufzeit. Wir brauchen sich ja hier nur die letzten 3 Monate anzuschauen. Da sind diese Ausbrüche lang nicht so, dass wir sagen können, ja, das geht ohne Probleme hier in Richtung auf 22 oder nach unten auf 14. Nach oben vom Verlauf her gesehen vielleicht noch eher wahrscheinlich, dass es mal diesen größeren Ausbruch gibt. Aber nach unten sind wir momentan da noch ein gutes Stück entfernt. Energietitel, wie gesagt, in den letzten Wochen auch gut gelaufen. Also da würde ich dann doch eher schauen, je nach Verlauf, dass ich da auf einen einfachen Strangle gehe, wenn die Preise, wie gesagt, da auch das hergeben und vor allen Dingen im Chartverlauf auch so etwas zu erkennen ist. Ja, das mal soweit im Vergleich zum Straddle und Strangle. Und auch im Vergleich zum Strangle und Iron Condor, was halt wichtige Faktoren sind und dass man halt hier auch sehr häufig ohne diese 2D-Graph-Analyse gar nicht, sage ich mal, analysieren kann, ob sich dieser Einstieg lohnt und wo es Sinn macht. Und ein ganz wichtiges Thema, wie erwähnt, der Spread. Hier haben wir aktuell eine Spread-Situation, zeigt uns das an, von 1,22 ist bei 1,22, mit ist bei 1,13. Das heißt, wir haben ungefähr 20 Cent Spread. Wenn Sie das mal auf den Preis runterbrechen, sind das fast 10, 15%, die man an Spread hier ja, investiert. Das heißt, das geht natürlich schlussendlich dann von Ihrer Performance ab, weil Ein- und Ausstieg, wenn man es nicht bis zum Ende hält, bedeutet das, dass die Option sich erstmal dementsprechend auch in gewisser Weise in ihre Richtung entwickeln muss. Und hier braucht man natürlich auch etwas Geduld, um dann vielleicht wirklich in der Mitte des Spreads den Einstieg zu finden. Das hängt und steht und fällt, wenn man so nimmt, wirklich mit der Liquidität. Und deswegen ist auch der Iron Condor ein Produkt, was wirklich nur für diese liquiden Werte, wie vielleicht auch die SPY 1 einen Wert darstellt oder auf jeden Fall einen Wert darstellt und Twitter sich halt wirklich anbietet. Und bei solchen Werten, die jetzt nicht dieses Optionsvolumen aufweisen, muss man halt wirklich schauen, dass man entweder sich für eine Richtung entscheidet oder halt dann eher mit einem normalen Ausbruch über ein Straddle und Strangle hier agiert.